Der Flo, der ist im Urlaub und lässt sich prima gehen. Ich bin hier, drehe GameFAQs 4x10. Und weil wir normalerweise zu zweit sind und jetzt einer weniger ist, ziehen wir von der Zahl, die rausgekommen ist, auch eins ab und kommen auf 39. Mann, das ist voll schwer, sich sowas alleine auszudenken, okay? Spielmusik erfreut sich heutzutage ja mit Reihen wie Video Games Live größter Beliebtheit, aber es müssen nicht immer AAA-Titel sein. Der Soundtrack von Robocop für ein Gameboy zum Beispiel hat es auch geschafft. Erst eben als Soundtrack für ein Gameboy-Spiel, dann in der Werbung für Waschmaschinen, dann als Cover von Chef Boyardee und dann im Lil B-Song in Down Bad. Not bad. Serious Sam, der vom Testosteron-Level quasi direkt Konkurrenz zu Duke Nukem, hat sich in seinem Spiel auch was Schönes ausgedacht. Wenn ihr in Serious Sam 2 im Level Forsaken Compound kurz vorm Ende mal kurz vom Weg abgeht, seht ihr das vermeintliche Skelett von Duke Nukem und natürlich gibt's noch einen frechen Spruch von Sam obendrauf. Dude, you've been hanging here like forever. Forever, versteht ihr, so wie in Duke Nukem Forever, was zu dem Zeitpunkt noch nicht rausgekommen ist und wahrscheinlich auch niemals rauskommen würde, bis es dann halt doch rausgekommen ist. Der Streit zwischen Konsolenspielern ist ja in den meisten Fällen am Ende eigentlich total unnötig, weil sie ja doch das gleiche Spiel spielen. Außer natürlich, wir reden von The Mighty Morphin Power Rangers, The Movie, The Game. Da war nämlich jede Konsolenversion ein völlig anderes Spiel. Auf dem Super Nintendo gab es einen zweispurigen Action-Side-Scroller. Für das Genesis- und Mega Drive-System von Sega gab es einen Side-Scroll-Beat'em-Up. Der Game Boy hatte quasi die Super Nintendo-Version, aber nur mit einer Spur. Und auf dem Game Gear war es ein Kampfspiel. Guckt euch einfach den Film an, der ist eh viel besser. In Sonic Boom, also naja, nicht dieser geilen Attacke aus Street Fighter, versteht ihr, geile Attacke aus Street Fighter, egal, also in dem Wii U Titel Sonic Boom Rise of Lyrics, da gab's auch ein paar schöne Glitches. Allen voran den, wo Knuckles seinen Midair-Sprung quasi unendlich oft benutzen und man das Spiel in unter einer Stunde durchspielen kann. Tja, das kommt dabei raus, wenn man probiert, Sega-Titel auf einer Nintendo-Konsole zu spielen. Nochmal ein Film als Spiel, denn im Spiel zum Film Der Pate, da hat man sogar den Originaldarsteller Marlon Brando rangekriegt, um Tonaufnahmen zu machen. Leider war der zu diesem Zeitpunkt schon in so schlechter gesundheitlicher Verfassung, dass man sein eh schon schwer verständliches Gemummel überhaupt nicht mehr benutzen konnte. Schade, das hätte sein letztes Werk sein können, denn kurz nach diesen Aufnahmen ist er leider verstorben. Rest in peace, Don Corleone. Und noch jemand, dessen Karriere direkt nach Veröffentlichung eines Spiels endete, Mikhail Gorbatschow. Nur wenige Monate vor seinem Rücktritt als Präsident der Sowjetunion kam nämlich dieses Spiel hier auf den Markt, Gorby No Pipeline der Sackgassen. Wahrscheinlich konnte er einfach nicht mit ansehen, wie jemand aus dem Nationalschatz Tetris so ein merkwürdiges Pipeline-Puzzle-Spiel gemacht hat. Ja, genau daran wird's gelegen haben. Viele Anti-Piracy-Sicherungen machen Spiele ja quasi unspielbar, nicht aber so in No Time to Explain, denn da haben die Spielfiguren in der piratierten Version einfach nur Piratenhüte auf. Ja, spielt sich also quasi wie das richtige Spiel, nur eben mit Piratenhüten. Die Idee dahinter war, dass die Leute diesen Fakt so lustig finden, dass sie sich das Spiel dann doch auf die ehrliche, altbewährte Art und Weise kaufen. Okay, eins noch, ein letztes Spiel zum Film oder eher zur Serie, denn es geht um Little Britain The Game. Da steht nämlich hinten auf der Packung drauf, dass es 8 Minispiele gibt. Legt man dann allerdings die CD in den Computer ein, dann sagt der Computer, ja, was sagt der Computer? Computer sagt nein. Es sind nämlich nur 7, außer man spielt die PSP-Version. Dann gibt es sogar noch 2 zusätzliche Spiele und da steht dann hinten sogar korrekterweise 9 drauf. Life is Strange ist ein schönes Spiel, aber auch schöne Spiele können ihre Macken haben, wie zum Beispiel, wenn Max in diesem Easter Egg einen Plasmafernseher begutachtet und folgende Worte spricht. And watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. What the fuck? What? Where the fuck? What? Im Luxusliner-Level von Uncharted 3 geht's ja bootwackeltechnisch manchmal ganz schön ab. Man könnte ja fast denken, das ist alles vorgescriptet, aber das ist falsch. Also, naja, fast falsch. Die halben Cutscenes, in denen man ja nur noch so ein bisschen steuert, die sind natürlich gescriptet. Jede andere Bewegung muss man sich ungefähr so vorstellen. Da ist ein großes virtuelles Becken, in das wird virtuelles Wasser reingepackt. Da wirft dann einer das virtuelle Schiffchen rein und dann wird es angestoßen. Also virtuell. Sprich, jede Bewegung ist eine Simulation. Und das ist ziemlich geil. Was auch ziemlich geil ist und sich von Uncharted 3 super überleiten lässt, ist unser kleiner Kurzfilm, den wir zu Uncharted 4 gedreht haben. Den packe ich euch mal dahin. Und da ein anderes Video und da einen ganzen Netzwerkkanal und da unten ganz, ganz viele Dinge, auf die ihr klicken könnt. Und beim nächsten Mal ist hoffentlich wieder Flo dabei. Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Frodo, der Studio-Eindringer. Ende.